Ja. Guten Morgen. Ja. Ja. Käse. Mmh, der drei Käse hoch. Na du? Ranke, ranke, Doppeldecker? Hast du gut geschlafen? An der Käse. Genau. Hat sie geweint heute Morgen? Was? Hätte sie geweint. Hat sie nach mir gerufen, aber dann ist sie wieder eingeschlafen. Was? Weil ich gehört. Ich war gerade nicht mehr bei einem Geschwister. Okay, weiter jetzt. Wo ist denn mein Brot? Hier. Sind die frisch? Sind die etwa frisch oder sind die schon 5 Minuten alt? 5 Minuten alt. Plumps. Na, dann sehen wir uns gleich im Keller. Mitkommen, das ist die andere Sache. Willst du uns nicht rauslassen? Da kommt keiner vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, ich hab Essensschicht. Willst du mit draußen arbeiten oder arbeitest du drin? Na, ich arbeite draußen und drin. Du weißt ja, ich muss viel hin und her laufen. Genau. Willst du, dass ich das gut gemalt habe, den Ständer? Ja. Ja. Oh, 7 Minuten schon zum Wegschneiden. Also wie gesagt, wir räumen raus. Nuki hilft mit. Das ist total toll. Und dann geht's los. Gut. Gefunden auf dem Bürgersteig. 5x, 6x. Schlüssel, 7x. Noch ein Schlüssel, 8x. Noch ein Schlüssel, 9x. So viel Kram hat der Tommy dabei. Oh, jetzt mal trinken und dann geht's los. Was geht los? Also wir haben ja schon viel gemacht. Habe ich gerade gezeigt. Jetzt habe ich gerade draußen noch einen Bremszug verlegt, so im fliegenden Vorbeifahren, so Pitstop-mäßig. Schnell noch einen Bremszug reingeschmissen bei einer Dame mit dem Rennrad. Draußen alles rausgepackt, angeschlossen. Das dauert immer eine Stunde ungefähr. Ja, ja, und jetzt messe ich kurz mal den Schaft von dem Klapprad aus, aber wo ist denn das? Steht vorne, aber ja, ich habe gesehen, Gabeln kann man, das ist ein bisschen problematisch mit der Gabelschaftlänge in 20 Zoll, weil die sind ja meist nicht so groß. 20 Zoll Gabeln braucht man ja nicht so lang. Aber schauen wir mal. Das passt. Hat sie geklappt oder? Bin zu blöd. Nee, zu blöd gibt's nicht. Hab ich recht. Hast du das Ventil auf ihr Leben? Ja. Jetzt werde ich kurz mal weg muss eigentlich. Mal kurz genug animieren, bis sie hier bleibt. Bitte? Moin. Wird das sein? Ich habe hartes Wort im Hinterreifen. Okay. Und wollte fragen, ob du das wieder für mich machen könntest. Stimmt, was hast du denn für ein Rad? Ein Rad. Hauptsache kein Hollandrad. Ja.
in Holland hat, ist es ähnlich. Gottes Willen. Was für eine Geschichte. Jo, was haben wir hier? Ein Sattel, der feststeckt auf einer Felle von dem guten Patrick. Dann werden wir den Sattel mal da befreien. Hoffentlich klappt's. Und er möchte den ganzen Klimbim hier hinten dran nicht mehr haben. Läuft, kann ich sehen.
Ja, das ist anstrengend, das stimmt. Nur um rauszukommen. An, aus, schnell losfahren. Oh, Kupplung. Furchtbar. Die ganze Zeit die Hand an der Kupplung war. Das ist ein furchtbares Desaster, ist das. Ach, das geht ja immer noch weiter. Ist ein Ding, wa? Noch gar nicht. Hey, das ist hier ist jetzt, hier ist das. Hier ist es eigentlich. Das furchtbare Fahrrad, was ich da reparieren muss. Ach so, okay. Und hast du eigentlich eine Telefonnummer? Nee. Finde ich auch furchtbar. Telefon ist ja. Also ich nicht? Nee. Das heißt, man kann dich gar nicht anrufen? Nee. Ich habe hier eine Festnetznummer, die ist von oben, von unserer Wohnung, aber die gebe ich natürlich nicht raus. Damit nee, mich hast du recht. Ja, ja, ist nur, um die Kunden dann anzurufen, weil die waren immer alle eine Handynummer von mir. Ich habe keine Handynummer. Hatte ich mal vor Jahren gehabt, deswegen steht oben noch einer dran. Aber da gehst du nicht dran, oder wie? Nein, das geht doch gar nicht mehr. Nee, da kämst du gar nicht mehr zum... Genau, und außerdem ist es unnötig. Stell mal vor, wir beide oben quatschen. Dann klingelt das Handy und ich gehe nicht ran ans Handy. Wer ist eingeschnappt, wenn ich nicht rangehe ans Handy? Und wer ist eingeschnappt, wenn du rangehst? Naja, eben, das war die zweite Frage. Genau. Also, so oder so machst du es falsch. Ja, genau. Der ist ja nie zu erreichen, da ruft man ihn schon an. So, andersrum, ich rede doch gerade mit ihm, was soll denn das? Jetzt telefoniert er. Ja, genau. Das ist so furchtbar, das ist eine Unhöflichkeit, das mag ich nicht. So, jetzt ist aber hier, das ist wirklich hier von kleinen Asiaten zusammengeschraubt. Da kannst du ja nicht einfach so, ist ja hier für gedacht, das ist so ein grob russisch. So, wenn einer daherkommt hier, gut, dass ich auch Uhrwerke reparieren kann. Geht mal, hier klopft jemand. Ja, da klopft öfter, ist so. Sag einfach, ist keiner da. Ah, hi. Du hier? Alte ist da. Na, das ist ja ein Ding. Wer hätte das gedacht? Der ist da. Wer ist denn das? Jetzt repariere ich hier eine Lampe, weil sie hier den Stecker falsch rum eingedrückt hat. Ne, der ist ab. Ach du. Ich brauch die Muttern. Ich brauch die Muttern? Für die Achse. Ja, die sind drin in der Tüte. Ich hab dir eine Tüte hier mit zwei Plättchen und den Muttern und dem anderen die Rund. Okay. Nimmst du gleich die Laufräder mit? Die brauch ich noch nicht. Ich muss die Achse erstmal richten, aber ich dachte, ich weiß dann, wo sie ist. Eine ziemlich stabile Tüte, aber ja, klein zusammen. So ein Mist. Ich hab's vergessen. Ja, das war so nebenbei, wa? Ja, wenn ich dir das halt so rausgebe, dann ist das ja, das wäre ja Quatsch. Du meinst, die Teile sind einfach schon so... Die sind abgefahren. Runter. Zum Beispiel der auch. Die viel gefahren. Hier rutscht er sogar über, das rutscht er sogar rüber, wenn ich nur die Kette rüberziehe. Also nur mit der Hand. Von der Hand ab, der pop, springt. Ja, das war nämlich auch das Problem, als wir das versucht haben. Wir haben die Kette ist immer übergesprungen. Ja, genau. Das muss man wechseln. Und hier vorne, sag mal, wo sind die ganzen Schrauben, um die ganzen, um das hier festzuhalten? Was festzuhalten? Naja, um das Teil auf der Achse zu halten. Das, was ich bei der Dame draußen jetzt nachgezogen habe, ist ja bei dir ja nicht möglich, wenn du wirklich einen Schrauben hast. Also du könntest damit ja eh nur einen Meter fahren, dann fällt das Ding ab und das war's. Und davon abgesehen, wie gesagt, hier sind die ganzen Zahnkratzer durch. Die müssen alle getauscht werden. Ach durch. Ob sich das finanziell für dich lohnt, ist die Frage. Laufräder haben wir noch jede Menge im Keller. Ja, das ist... Ja. Laufräder und Kettenradgarnitur. Also Antrieb tauschen komplett, im Grunde genommen, bis auf die Kette, die ist ja da, bist du ja bei 130 Euro. Schalthöhlchen, Ritzel. Wenn man die jetzt neu kauft. Ja, da. Und Gebrauch geht halt nicht, weil die Kette ja neu ist. Sowieso, es passt meist nie auf den alten Antrieb, wird so. Immer springen. Alles, neu. Was Zahnräder hat, neu. Und genau. Und die, bei der musst du darauf achten, die Anzahl der Zähne und den Lochkreisdurchmesser. Naja.
Okay. Tja, ausräumen. Fertig hoch. Ja, aber was macht man mit den ganzen Fahrrädern? Also das sind halt alles so Gurken. Ja, ja, im Grunde genommen das gleiche, was ich hier mache. Ich mache ja auch sowas. Ich räume ja auch Keller aus und so ein Quatsch. Immer wenn die Leute oder irgendwelche Hausbesitzer hier aussehen, dann komme ich vorbei, nehme den ganzen Scheiß mit. Und dann wird das hier geschlachtet mal. Wird so jeden Tag mal durchgeschlachtet alles. Und dann kommt das halt hier so hingeschmissen überall in so Kisten, was brauchbar ist. Der Rest kommt so viel Schrott fertig aus. Mhm. Und manche Räder sind ja wirklich so, wo du sagst, naja, der Rahmen ist zwar ganz geil, aber der Rest ist tot. Ja, dann liegt das halt hier so daneben, so was. Ja, davon haben wir auch vier Stück. Was du dann irgendwann halt aufbaust. Das Problem ist, dass der Rahmen ist es gar nicht wert, mit Teilen, neue Teilen aufgebaut zu werden. Und du bist am Ende weit, weit drüber. Schon der Vorbau, den ich jetzt da rangeklemmt habe, der kostet 30 Euro. Der kostet so viel wie so ein Rad gebraucht. Irgendwie. Die Titangabel, die ich jetzt da vorne drin gesteckt habe, so nee, brauchte. Kostet irgendwie Sammlerwert 200 Euro. Ist total drüber. Aber das Rad wird am Ende geil sein, das weiß ich. Und deswegen lasse ich das und baue. Ich finde es schade, wegzuwerfen. Weil der Rahmen ist urstabil. Gerade wenn man dann noch Ersatzteile kauft. Ich sag dir so, es lohnt sich nicht. Ja. Das ist halt, was ich meine. Das lohnt sich eigentlich nicht. Weil kein Mensch wird ein Dirtmax, was beim. Keine Ahnung, real, sagen wir mal, ihr habt es vielleicht mal für 200 Euro neu, im Neuzustand. Also kein Mensch wird dann eben 500 Euro für so ein Ding ausgeben. Und am Ende landest du mit so einem Ding bei 500 Euro. Mit Teilen, geile Teile, gute Teile, aber das ist und bleibt ein scheiß Dirtmax. Aber dann hast du noch nicht mal deine Arbeitszeit eingerechnet. Nee, das ist ja auch Hobby. Das ist ja Hobby. Ich habe ja so viele Projekte, die ich nur als Hobby mache. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Hobby. Ja, bitte? Da quietscht auch einer. So glücklich! Nein! Die hübsche Dame ist wieder da. So, was passieren kann hier, wenn man vorne am Lenker eine Tüte transportiert oder so, sieht man mal wieder hier. Speicher abgerissen, da ist was reingekommen. Speichen, Nippel abgerissen. Jetzt klappert es hier drin. Weil der Rest vom Speichennippel liegt natürlich hier drin. Zack, da war der Rest. Der ist jetzt rausgefallen. Jetzt hauen wir hier, einen schwarzen Nippel rein. Schön! Na Mensch, na denn? Ja? Also aufgepumpt habe ich, zugemacht habe ich, festgeschraubt habe ich. Guck mal hier, das habe ich heute bekommen als mehr oder weniger Bezahlungsbestechung von der Bierkompanie. Gerade, guck mal, wie sie reinkommt. Ja, das ist. Ja! Hast du nicht? Ja, wie sie. Willst du einen haben? Ja, ich will ein Stück. Komm her! Machen wir. Da machen wir doch gleich einen Schlipp. Kannst du das mit sauberen Fingern machen? Hier gibt man der Mann. Das ist total lecker. Ich bin sowieso dauernd am Vormittag unterwegs und dann gleich danach zur Schule und wieder zurück und dann ist da die Abfuhr nämlich den nächsten Monat nur noch. Ja, bleib doch, Herrgott, sitzen. Ja, sie will. Naja, sie will, ne? Ja. Also, da geht's schon los. Sie will. Das ran ja, denn sie will ja. Naja, auf jeden Fall.
Selbst wenn Hitze frei ist, wahrscheinlich ist es auch, ich meine, bei 33 Grad. Ja, es ist hitzefrei, aber das ist... Aber das ist mir jetzt schnuppe, ehrlich gesagt. Wir waren jetzt ein halbes Jahr zu Hause. Hitzefrei für ein AA. Das ist diesen Sommer nicht mehr möglich. Willst du mehr? Willst du mehr? Super, ich kann jetzt endlich. Voll? Ja? Ruhig. Oh, wahnsinnig viel zu tun, aber nebenbei alles. Alles so kleine Futzelsachen, Beratungsgespräche, dies, das, jenes. Ich habe den Kopf so voll. Ich habe dann irgendwie 2-3 Aufträge, irgendwie so platte Reifen. Und brauche dafür ewig, weil ich nicht dazu komme, hier unten zu schrauben. Oben kannst du mal hier einen Schlüssel da, hast du mal eine kleine Schraube für da. Irgendwie so bist du so 1-2 Euro Aufträge heute. Den ganzen Tag geht das so. Oh, oh nee, ich will nicht essen. Nicht wegwerfen lassen. Okay, liebe Leute. Ich sag mal, wir machen jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Ich pack noch ein, wie immer. Ich hab's heute was Interessantes. Miss ich nicht, beurteilt selbst. Markiert die Highlights mit einem Timecode am besten, damit auch andere das schnell finden. Was interessant war an diesem Tag. Und wir sehen uns. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.